Mit 17 Jahren wurde ich zum Volkssturm einberufen. Und das kam in eine Phase von etwa 4 Monaten noch, um mit einer sehr kurzen Ausbildung zunächst am Haff stationiert zu sein. Von dort marschierten wir bis auf die Insel Rügen. Dort war wiederum die Aufgabe, besondere Möglichkeiten der Verteidigung zu schaffen, also Laufgräben und Ähnliches zu bauen, was in dem Sand auf der Düne sehr schwer möglich war. Aber es war der Auftrag. Die Rote Armee zog zunächst an Rügen vorbei über Stralsund in Richtung Rostock. Wir hörten die Panzer fahren, aber auf der Insel war noch immer eine gewisse Ruhe. Wir hatten ein Glück mit dem Kompaniechef. Er war ein Mann, der wohl sehr schwere Verletzungen im Kriege erlitten hat und hatte den Grundsatz: Ich will nicht, dass einer von euch noch das Leben verliert. Vor euren Eltern möchte ich gerade stehen können. So gab er den Befehl, alle Waffen in den Gutsteich zu werfen und für uns den Auftrag, seht zu, wie er nach Hause kommt. Nach Hause bin ich aber nicht gekommen, sondern noch bis zur Insel Denholm, also dort, wo der Rügendamm zu Ende ist oder beginnt, je nach welcher Seite man ihn betrachtet. Und dort war die Rote Armee bereits, nahm uns in Gefangenschaft und von dort kam ich dann erst im Januar 1949 in ein mir zu dem Zeitpunkt dann fremdes Land zurück. Es wird, wenn über Kriegsgefangenschaft erzählt oder berichtet wird, Erinnerungen geschrieben werden, sehr stark der Bezug zur Roten Armee und zu denen, die uns dort ganz gewiss auch zu bewachen hatten. Meine Distanz und mein Abstand zu dem, was mit dem Faschismus verbunden war, begann aber nicht durch Soldaten der Roten Armee, sondern durch das Leben, das wir als Kriegsgefangene untereinander hatten. Bald war zu spüren, dass wir, die wir 17, 18 Jahre alt waren, für Leute, die als Unteroffiziere oder Feldwebel in der Gefangenschaft waren, wieder die Paslaks sein sollten. Wir sollten die sein, die sozusagen die Untertanen bleiben. Und das war nun wiederum eine Situation, mit der wir, und in diesem Falle muss ich ja von mir vor allem sprechen, mit der ich nicht bereit war, mich weiter abzufinden. Sodass die ersten Auseinandersetzungen eigentlich Auseinandersetzungen zwischen jenen waren, die weiter an der Ideologie der faschistischen Zeit festhielten oder sich als Wehrmachtskommandeure, ob Unteroffiziere oder Feldwebel sahen, denn Offiziere waren dann in unseren Lagern nicht mehr. Das war nur kurze Zeit zu Beginn. Und damit war völlig klar, dass wir nun auch die inneren Auseinandersetzungen unter uns selber auszutragen hatten. Ich selber kann nur sagen, dass ich von Seiten der Roten Armee in meinem ersten Kommando überhaupt, es war in Hinterpommern in der Nähe von Kolbschich, wie es heute heißt, damals noch Kolberg, das ging bis zum Weihnachten 1945, immer erlebt habe, dass es ein Problem gab. Wir mussten unsere Aufgabe beim Einbringen der Ernte erfüllen. Ansonsten gab es keinerlei Prügel oder Distanzen, sondern es war das Verhältnis, wir müssen die Armee versorgen und die deutschen Kriegsgefangenen sind dazu da, dass die Ernte eingebracht wird. Ich kam dann im Dezember nach Breslau, also Wroclaw. Dort blieben wir noch vielleicht 2 Monate, ein Kalender
hatte ich nicht und genau führen konnte man auch nicht. Aber es war klar, es war noch kalter Winter, als wir mit dem Zug von Breslau in die nähere Umgebung von Moskau gebracht wurden. Die Haltestation hieß Uwarowka und von dort ging es mit einem LKW in einem Dorf, das schon in einem Waldgebiet lag, Semenowskoje hieß es. Und von dort begann dann eine Phase der Waldarbeit. Ich lernte also Bäume fällen und erst im Winter von 1946 zu 1947 kam ich in einem direkten Vorort von Moskau und dort war die Aufgabe, die Stadtheizung in Gang zu halten. Wir mussten also Kohle von draußen in das Heizwerk bringen. Drinnen waren auch Sowjetbürger, die mit im Heizwerk die Verantwortung trugen. Und draußen konnte man auch erleben, dass ältere Frauen kamen und sein Stückchen Brot gaben, weil sie davon ausging, wenn es die Deutschen nicht machen, haben wir es kalt in der Wohnung. Auch da war wieder eine Brücke, auf die man wenig eingestellt war von all dem, was man vorher an Ideologien und auch Haltungen gegenüber sowjetischen Menschen aufgenommen hatte. Im Lager, in diesem Umfeld von Moskau, war eine gute Bibliothek. Und dort habe ich dann begonnen, Bredel und andere Bücher zu lesen, nahm teil an Diskussionen, die veranstaltet worden sind vom antifaschistischen Komitee. Und damit war wohl offensichtlich eine gewisse Auffälligkeit für jene entstanden, die dieses Komitee gestalteten. Und ich wurde angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, auf eine Antifa-Schule zu gehen. Was das war, musste man mir erstmal erklären, was auch geschah, sehr überzeugend geschah. Und großer Wert wurde eben darauf gelegt, dass man etwas lernen kann. Und genau das war es, was mich zunächst bewegte und berührte. Und noch nicht eine neue Überzeugung zu bekommen, sondern man will was lernen. Und mit dieser Haltung bin ich dann nach Riazan auf die Antifa-Schule. Das war dann 1947, wohl im November. Die Schule begann dann im Januar 1948. Es war ein 6-Monate-Lehrgang. Nachdem der Lehrgang zu Ende war, sprach mich mein Lehrer, Dr. Rink, er war ein Arzt, an, ob ich nicht bleiben wolle als Assistent. Ich gab mein Einverständnis, die Schule wurde aber von Riazan nach Ogre bei Riga verlegt. Den gesamten Transport haben wir dann noch als verbliebene Assistenten mit Rotarmisten gestaltet. Und dann war ich noch ein halbes Jahr in Riazan und kam im Januar 1949 zurück. Ich entschied mich nicht, zu meinen Eltern zu gehen, die damals in der britischen Besatzungszone lebten. Die Empfehlung, die ich aus der Antifa-Schule mitnahm, zielte auf eine politische Arbeit in der sowjetischen Besatzungszone. Ich hatte dort in der Nähe von Königs Wusterhausen eine Tante, deren Adresse gab ich an, denn man musste ja bei der Entlassung auch irgendwohin entlassen werden, ohne Adresse ging es nicht. Sodass ich bei meiner Tante Kuchenbäcker dann anlandete, aber auch nur als Adresse. Ich begann als Schlosser im LEW in Henningsdorf zu arbeiten und im Sommer 1949 begann dann meine politische Tätigkeit in der FDJ, dem Jugendverband der DDR. Die großen Namen Walter Ulbricht und Wilhelm Bieck, die waren für uns so weit weg, als wir aus der Kriegsgefangenschaft kamen. Den einzigen, den wir unmittelbarer erlebten, war
Hermann Matern, der uns in Frankfurt an der Oder begrüßte, weil es offensichtlich war, dass die SED interessiert war, von den Antifa-Schülern möglichst viele in politische Tätigkeiten zu bekommen, sie dafür zu gewinnen. Ich hatte aber von meinem Lehrer Fritz Rink eine Empfehlung mit auf den Weg bekommen, die darin bestand, nicht sofort in politische Arbeit zu beginnen. Du kennst das Leben nicht, du geh und arbeite in deinem Beruf und entscheide dich dann, was du machen willst und wohin du deine weitere Entwicklung glaubst, dann auch wahrzunehmen oder zu gestalten. Ich war zunächst einige Jahre in Brandenburg im Landesvorstand der FDJ, ging 1951 als Landesvorsitzender der FDJ nach Mecklenburg. Das war ein sogenanntes Kadergespräch bei Erich Honecker. Und nachdem die Entscheidung gefallen war, es werden die Länder aufgelöst und Bezirke entstehen, wurde auch die Frage aufgeworfen für meine Weiterentwicklung. Und da erschien es sinnvoll, dass ich eine solide Ausbildung bekomme. Und die war ohne Zweifel mit der Komsomol-Hochschule in der Sowjetunion sehr gut möglich. Ich entschied mich sehr dafür, lernte dann auch in Moskau die russische Sprache, absolvierte die Komsomol-Hochschule und kam zurück 1953, wurde als Sekretär des Zentralrats der FDJ gewählt und erster Bezirkssekretär der FDJ in Berlin. Nun war aber die Komsomol-Hochschule anerkannt als eine Fachschule in der DDR, aber es stand ja die Frage, man möge auch eine Hochschulausbildung haben und die sollte ganz unbedingt auch zu dem passen, was man in der Politik an Funktionen und Tätigkeiten ausübt. So nahm ich ein Fernstudium an der Parteihochschule auf. Es sollte 5 Jahre dauern. Ich war bemüht, es etwas abgekürzt abzuschließen und habe nach 3 Jahren mein Examen gemacht. Nun kommt wieder dazu, dass man ja in einer Umgebung lebt. Und ich hatte einen sowjetischen Berater in meiner Zeit im Jugendverband. Das war Gnadi Ivanov. Und der Gnadi machte mir klar und sagte, weißt du, wenn man politisch tätig ist, ist es auch gut, wenn man eine fachliche Ausbildung hat. Ergo überlegte ich, was da sinnvoll wäre und entschied mich an der Hochschule für Ökonomie im Externen, ein Staatsexamen als Volkswirt abzulegen, was dann auch geschehen ist. Ich habe nach etwa 1,5 Jahren mein Examen gemacht, immer im externen Studium, bin also in meiner beruflichen Tätigkeit in diesem Sinne als erster Bezirkssekretär der FDJ verblieben. Das hat sich dann auch bewährt und ausgezahlt, denn als erster Kreissekretär der SED in Berlin-Köpenick hatte ich Verantwortung für große Betriebe und hatte mit meinem Studium nun auch die Möglichkeit, gegenüber Werkdirektoren nicht nur politisch aufzutreten, sondern mit ihnen auch über Probleme der Planung eines Betriebes und über Zusammenhänge, die nun mal in der Wirtschaft liegen, zu reden. Und damit ist dann auch wiederum die Idee entstanden, nicht nur beim Examen zu bleiben, bei einem Diplom, sondern auch sich zu promovieren. Und das war dann wiederum der Anstoß, um mit einer Promotion zu beginnen, wo es um die Auswahl, Entwicklung und den Einsatz von Führungskräften in der Wirtschaft ging. Also ich versuchte immer, in diesem Felder auch eine Grundlage zu haben, um, selbst wenn es verantwortungsvolle politische Arbeit war, doch auf einem Gebiet eine Sachkenntnis zu besitzen. Es wird heute so mit dem Bild des Mauerbaus umgegangen, als wäre es Walter Ulbricht eingefallen, erst das Volk zu betrügen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Das kann man alle Nase lang hören über Rundfunk.
als Wiederholung und dann mit einem Mal heißt es, er hat das Volk betrogen und die Mauer dann noch gebaut. Die Zusammenhänge gehen weit zurück und liegen nicht erst am 13. August 1961. Ich habe 1953 begonnen, in Berlin politisch zu wirken und ich kenne sehr genau all die Probleme, die sich mit der Entwicklung in Berlin verbinden. Die Sowjets wollten keinen neuen 17. Juni wie 1953. Sie wollten einfach diesen Pfahl aus dem Fleisch der DDR. Sie wollten diesen Konflikt aus der Konfliktsituation, der Konfrontation, vor allem mit den USA heraushaben. Und dann findet im August 1961 die Beratung des Warschauer Vertrages statt. Ulbricht, der sich ja vorher geäußert hat, ich nannte das bereits, kannte zu dem Zeitpunkt, als er sich äußert, die Absichten von Nikita Chruschtschow noch gar nicht in Details. Sondern der glaubte, es wird ein Schritt kommen, der die Grenze schließt. Wie das geschieht, in welcher Art und Weise, das wusste Ulbricht, als er das gesagt hat, nach meiner Überzeugung auch heute, überhaupt noch nicht im Detail. Denn es gab doppelte Interessen. Das eine Interesse war auf der sowjetischen Seite, denn eines war klar, geht die DDR verloren, hat man den Zweiten Weltkrieg auch verloren. Denn das war das Einflussgebiet, das für die sowjetische Seite aus dem Zweiten Weltkrieg entstanden war. Und als Siegermacht war sie in Deutschland mit den drei anderen Siegermächten die Besatzungsmacht. Und damit war völlig klar, ihr Denken ging immer darauf, die DDR ist, wenn schon, ein Faustpfand auch gegenüber den Westen und für uns ein ungeheuer wichtiges Gebiet. Also die sowjetische Seite hatte ein nicht geringeres Interesse als die Führung in der SED und der Staatsführung in der DDR zur Bewahrung der DDR selber. Und für Berlin war die Problematik sogar noch eine andere. Berlin hatten wir eine Situation, dass etwa 65.000 Ostberliner in Westberlin arbeiteten und etwa 40.000 Ostberlinerinnen und Ostberliner in doppelter Tätigkeit waren. Im Osten arbeiteten sie und im Westen machten sie Dienstleistungen. Am Abend noch ein bisschen Friseurarbeit oder sie bekamen als Schneiderin und Schneider aus West-Berlin Aufträge. Es war sozusagen eine Situation ungeheurer Bevorteilung. Denn wer Westgeld hatte, konnte von 1 bis 1 zu 6, 1 bis 8, je nachdem wie die Situation war, auch umtauschen. Und da ich ab Januar 1961 in der Planung eines großen Ostberliner Betriebes, den Elektroapparatewerken in Treptow gearbeitet habe, wusste ich auch, wie das Abwandern unserer Arbeitskräfte, vor allem der hochqualifizierten Werkzeugmacher nach West-Berlin, den Betrieb fast lahmlegte. Und innerhalb des Werkes die ständige Debatte war, bleibst du noch hier oder kriegst du eine Arbeit in West-Berlin? Und damit war, zurück zu meiner eigenen Haltung, bei mir eines klar. Dieser Zustand wird nicht ewig dauern. Und da ich der Volkskammer der DDR angehörte, war dann auch am 11. August die Tagung der Volkskammer der DDR, wo uns vorgetragen wurde, was der Warschauer Vertrag in Moskau bei seiner Beratung beschlossen hatte am 9. und 10. August. Und die Erwartung war, dass nun das Parlament der DDR den Beschluss annimmt, die Grenze zu schließen. Aber die Grenze wurde geschlossen und daher musste es der Warschauer Vertrag auch miteinander vereinbaren. Von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer und nicht nur zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Die Vertragspartner waren sich einig, es gehört zur Bündnispflicht, die Grenze von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer zu schützen,
und geschlossen zu halten. Ich galt über viele, viele Jahre als ein Zögling oder einer von Ulbricht geforderter, weil ich 1958 bereits Kandidat des ZK der SED wurde. Und das war die Zeit, wo ich gerade 30 Jahre alt war und ein außerordentlich junger Kandidat für eine solche Wahlfunktion in der SED war. Die Zuspitzung ergab sich dann ab Mitte der 80er Jahre. Und die hatte wiederum einen Hintergrund, der mit der Sowjetunion verbunden war. Der verantwortliche Gesandte der sowjetischen Botschaft, Valentin Koptelzew, wird 86 abberufen und geht nach Moskau als Sektorenleiter für die DDR im ZK der KPdSU. Und bevor er zurückfährt, kommt er auch noch nach Dresden. Wir kennen uns, wir reden miteinander. Und jemand aus dem Spiegel stellt dem Genossen Koptelzew die Frage, bevor er nach Moskau zurückfährt: Was meinen Sie denn, wen könnte sich Gorbatschow als ein Nachfolger von Honecker vorstellen? Und der Valentin sagt dann den Hans Modrow. Und ab da war ich in der westlichen Presse zunächst nicht als ein Unbekannter gesehen, dann als ein Hoffnungsträger gehandelt. Und zurück auf Ihre Frage, dann entsteht so ein Wechselverhältnis. Schmeißt man mich raus, dann sieht es politisch aus. Ergo sucht man einen Weg, der den Nachweis bringt, und ich erlebe ab 86 eigentlich jedes Jahr, dass ich im Politbüro vorgeladen bin, wegen irgendeiner Unzulänglichkeit im Bezirk Dresden, aber alles reicht nicht aus. Es war ja üblich, dass wir monatlich einen Bericht an Honecker schreiben. Ich schreibe in meinem Bericht im Januar 1989, dass die Kette der Zulieferungen in der zentralen Industrie ständig abreißt. Es wäre nicht möglich, die Planaufgaben in Betrieben zu erfüllen. Besondere Rolle spielt in dem Zusammenhang der Waggonbau und einige andere Bereiche. Und lasse auch erkennen, dass der Bezirk Dresden die Aufgaben in Berlin schwer wahrnehmen kann, um den Wohnungsbau sowohl im eigenen Bezirk als auch in Berlin mit den vorhandenen Kapazitäten zu erfüllen. Denn der Bezirk Dresden hatte einen Anteil von fast 12% der Bürger der DDR, hatte auch etwa diese Höhe im Anteil an der gesamten Industrieproduktion, aber nur einen Anteil von etwa 8,5% der Leistungen im Bauwesen. Und damit war immer eine Zwangssituation. Alles das löste dann die Aufgabe für den Sekretär für Landwirtschaft, Günter Mittag, aus. Das Politbüro beschloss, Mittag hat den Bezirk Dresden mit einer Brigade, einem Einsatz, zu überprüfen. Und bald 100 Leute waren im Bezirk unterwegs, die dann eine Tiefenprüfung betrieben. Es wäre eigentlich zu dem Zeitpunkt die Chance gewesen, zu prüfen und festzustellen, welche Zwänge sich in der DDR aufbauen. Aber das war nicht die Absicht. Die Absicht war eigentlich, nachzuweisen, dass ich nicht fähig sei, die Aufgaben zu lösen. Aber das fiel wiederum auch schwer. Und die andere Seite war, wenn der eine Nachweis nicht da ist, aus politischen Gründen, wollte man gegenüber der Bundesrepublik auch nicht zeigen, dass da irgendwelche Auseinandersetzungen waren. So blieb ich also ein erster Bezirkssekretär bis zum November 1989. Es entwickelte sich aus dem Gefühl, auch was ich selber, als ich aus der Kriegsgefangenschaft kam, mit mir sozusagen ausgetragen habe, und das mich auch mit dem Land sehr verbunden hat. Wir haben einen volkseigenen Betrieb.
und ich bin Arbeiter in diesem volkseigenen Betrieb. Ich werde von der Jugend des volkseigenen Betriebes als Teilnehmer zum Aktivistenkongress delegiert. Das ist doch was. Also, die anderen sagten, ich bin Bergmann in meinem Betrieb in Senftenberg oder in Zwickau. Hennecke, wer ist mehr? Das lebte. Das war aber dann mit einem Mal nicht mehr da. Das war auch verschuldet durch die Art, wie Demokratie und Mitbestimmung sich in den Betrieben der DDR abbaute, immer geringer war. Und das ist eine Verantwortung, für die ich auch bitte mit einzutreten habe. Wir saßen im Zentralkomitee der SED und nicht wenige von uns hatten schon länger ein Gefühl des Unwohlseins, dass es so nicht sein dürfe, dass es so nicht weitergehen kann. Und viele meiner Empfindungen hat vor allem Moritz Mebel ausgesprochen, ein Professor, weltweit anerkannter Urologe, ein Mann, der als Oberleutnant der Roten Armee mit an der Befreiung gekämpft und mitgewirkt hat. Der steht im Zentralkomitee der SED am 18. Oktober 1989, als Honecker zurücktritt, auf und sagt, als Offizier der Roten Armee war ich ein mutiger Mann. Als Mitglied des Zentralkomitees meiner Partei bin ich es nicht gewesen. Der hat doch zum Ausdruck gebracht, was auch mit uns abgelaufen ist. Ja. Sozusagen den Mut in der Phase, wo man manches begreift, aufzutreten, sich der Sache zu stellen, der kam nicht zur Entfaltung. Und das zweite Problem, was auch dazu gehört, die Eliten. Mir war schon länger bewusst, dass das Mittelmaß in der Führung das Maß der Dinge war. Und als Gorbatschow zum Generalsekretär gewählt wurde, hatte ich das Empfinden, dass nun eine Bewegung entstehen wird, die alle Länder erfassen wird und dass wir eine Debatte bekommen werden, wie sich der Sozialismus im Sinne von Weiterentwicklung, im Sinne auch von Umgestaltung als einen Prozess, den alle Länder brauchen, nun auch weiter vollziehen wird. Wenn Sie die Frage nach der Opposition stellen, es ist aus der Perestroika in der DDR keine Opposition innerhalb der SED oder der anderen Parteien als Opposition entstanden. Und die Bürgerbewegung, die dann in den Herbst 89 öffentlich in Erscheinung tritt, hat auch mit Gorbatschow keinerlei Schub oder keinerlei Kraft. Auch das betonen Sie bis heute nicht. Wenn Sie über jemanden reden oder von einem Anstoß sprechen, dann von Solidarność in Polen, aber nicht von Gorbatschow. Das ist eigentlich in der Literatur kaum und höchst selten zu finden. Was ich eher erlebt habe, war, dass in Gesprächen, die ich mit dem Landesbischof der Sächsischen Landeskirche, mit Bischof Hempel hatte, dass er Fragen zu Gorbatschow stellte, wie ich die Entwicklung in der Sowjetunion sehe. Und Kirchenleute waren ganz vorsichtige Fragesteller zu diesen Dingen, aber nicht etwa sozusagen zur Strukturierung einer Opposition in der Kirche. Das Dach der Kirche hat auch für die Bürgerbewegung einen Raum gegeben, aber die Kirche war nicht der inhaltliche Förderer oder der Raum, in dem sich die Opposition auch inhaltlich mit Anstoß der Kirche entwickelt hat. Aber es wuchs offensichtlich im Politbüro dann schon im September wieder die Hoffnung, die Honecker verbreitete,
wenn der 40. Jahrestag kommt, die ganze Welt wird da sein, Gorbatschow wird teilnehmen und dann wird mit dem 40. Jahrestag die DDR wieder als weltweit anerkannt auf festen Füßen stehen. Das war eigentlich wohl das Klima, mit dem man den Sommer im Politbüro gestaltete. Und damit war dieser Sommer ein Sommer in allen Bezirken des Abwartens, der Passivität und der Kraftlosigkeit. Anders kann ich diese Phase nicht beschreiben. Man glaubte wirklich noch an diesen 40. Jahrestag der DDR, obwohl, das darf man auch nicht übersehen, im Hintergrund eine kleine Gruppe im Politbüro um Krenz mit Siegfried Lorenz, Werner Eberlein schon eine gewisse Distanz hatten. Den kam auch der Gorbatschow entgegen, der in dem bekannten Gespräch mit dem Politbüro ja den Ausspruch getan hatte, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Daraus kamen ja dann auch bestimmte Anstöße, die unmittelbar nach dem 40. Jahrestag gehen. Aber das Feld vor dem 40. Jahrestag ist derart diffus und auch heute für meinen Blick zurück derart diffus geblieben, wo sehr spürbar war, die eigentliche Lage im Land war nicht begriffen und die Erwartung, dass man aus dieser Aussichtslosigkeit, die sich ja doch mehr und mehr prägend abzeichnete, wieder herauskommen würde, das war offensichtlich das Klima im direkten Umfeld von Erich Honecker. Die Situation 89 ist bereits eine, wo die Bundesrepublik Deutschland spürt, dass sie überlaufen wird, wenn dieser Vorgang so weitergeht. Und andererseits sitzt sie in dem Zwiespalt, will sie die DDR schwächen, muss sie mithelfen, dass jene, die raus wollen, ob sie in Prag sind, in Warschau, auch rauskommen oder in Budapest. Und in dieser politischen Zwangssituation bewegt sich die Bundesrepublik Deutschland. Und wenn ich diese Vergleiche nehme, die Grenze wird 1961 geschlossen. Sie wird geschlossen mit einem großen Überraschungsfaktor. Sie wird geschlossen mit einer militärischen Führung aller Staaten des Warschauer Vertrages. Die Grenze wird geöffnet wie in einer Katastrophe, denn den Maueröffner Schabowski gibt es nicht. Die Mauer ist geöffnet worden von dem Major oder dem Hauptmann, der jeweils an einem Grenzübergang stand, der überhaupt keine militärische Führung in der Situation mehr hatte und der sich entscheiden musste. Und das, was Schabowski machte, war eigentlich einerseits Arroganz und andererseits Abenteurertum. Der Mann wusste nicht, was er getan hat. Hinterher tut er so, als sei ihm alles bewusst gewesen, als habe er Absichten dabei gehabt. Das alles ist eine, absolut und deutlich gesagt, nichts anderes als eine Lüge, aber zugleich auch als eine Form von Erinnerungen, aus der man sich zum Helden machen möchte. Und dann kommt das Erleben dieser Tagung der Volkskammer, die ja einmalig ist und die auch einmalig für deutsche Parlamentsgeschichte ist, dass eine scheidende Regierung in dieser Weise Rechenschaft im Parlament gibt. Da kommt dann dieses jämmerliche Bild mit Erich Mielke. Alles das gehört zu dieser Sitzung. Und das erlebe ich in einem Parlament, das mich beauftragt, eine Regierung zu bilden und ein Programm der Regierung auszuarbeiten und vorzulegen. Das war eine Situation, in der völlig klar war, es wird nur dann einen Weg geben können,
dass die DDR erhalten bleibt, wenn es gelingt, ein Programm der Regierung zu schaffen, das eine Stabilität bringt, das ein Erhalten der DDR ermöglicht und dass eine Regierung gebildet wird, in der auch nicht nur Verantwortung verteilt wird, sondern Verantwortung auch als gemeinsam zu tragen begriffen wird. Dazu gehört, dass die Regierungserklärung eben ausgearbeitet, entworfen wurde und gleichberechtigt jeder Partei übergeben worden ist. Ich hatte wirklich kurze Nächte in der Zeit, weil ich an einem Tempo die Regierungserklärung den Parteien übergeben musste, damit sie bereit sind, einer Regierungserklärung zuzustimmen, um in eine Regierung auch zu gehen und mitzuarbeiten. Es war alles von der Seite aus in einer Situation, wo wir nicht etwa nur mit großer Freude und mit Eierkuchen saßen, sondern es war eine echte, harte Arbeit zu leisten. Und das Neue, was dazu kam, war, dass wir auch eine, heute würde man sagen, Koalitionsberatung führten, denn neben der Tätigkeit in der Regierung trafen sich die Parteien. Aber hier war eine Besonderheit, die darin bestand, dass ich der Einberufende war für die Koalitionsberatungen. Und nicht die SED oder wer, sondern, und da ich kein Vorsitzender der Partei war, sondern es war ja noch der Generalsekretär Egon Krenz, als das begann, war auch Krenz eingeladen, wie die anderen Parteien auch. Später nahm Krenz ja nicht mehr teil, weil er ja als Generalsekretär zurücktrat. Dann nahm für die PDS Wolfgang Pohl teil, der Stellvertreter von Gregor Gysi. Und in den Koalitionsberatungen wurden wieder alle Absprachen getätigt, die notwendig waren, um als Blockparteien oder als befreundete Parteien, wie man sich auch immer verstand. Wir verstanden uns aber schon als Koalitionsparteien, zusammenzuarbeiten. Dann kommt der runde Tisch und da kommen jene Momente mit in Bewegung, die Sie im Auge haben. Am 7. Dezember konstituiert er sich. Vorher ist schon bekannt, dass es geschehen wird. Und er konstituiert sich als ein runder Tisch, wie wir es nannten, mit der Opposition, den etablierten 5 Parteien, Vertretern der Kirche und auch mit Vertretern von Massenorganisationen, die sich ja nicht bei der Opposition, bei der Bürgerbewegung sahen. Die Gewerkschaft, die Frauen kämpfen durch, dass der DFD sogar teilnimmt, VDGB, die Bauernvertretung ist. Es ist also ein runder Tisch mit einem sehr breiten Profil. Er ist aber noch am 7. Dezember mit einer bestimmten Unabhängigkeit von der Regierung. Nur insoweit regierungsseitig beeinflusst, dass 5 Parteien, die in der Regierung sind, auch am runden Tisch sitzen. Und dann entschieden wir in der Regierung, dass wir den runden Tisch von Seiten der Regierung finanziell, materiell tragen und unterstützen werden. Und niemand hat am runden Tisch gesessen, der nicht sein Gehalt oder sein Einkommen behielt. Gemäß den Gesetzen der DDR waren sie freigestellt von ihrer Arbeit und saßen am runden Tisch. Sie kriegten Fahrzeuge, sie kriegten alles, was der runde Tisch zur Arbeit brauchte. Ich betone das deshalb, weil häufig darüber die Rede ist. Nun kam der runde Tisch und war das Kontrollorgan und nun war der runde Tisch da und die Macht war geteilt. Es gab keine Doppelherrschaft, denn alles, und das gilt auch für den Einigungsvertrag, alles, was am Ende Gesetzgebung der DDR auch nach
dem 40. Jahrestag der DDR geworden ist, ist durch die Volkskammer oder durch die Regierung beschlossen worden. Es gibt nichts, aber auch gar nichts, was im Einigungsvertrag zurückgreift auf einen Beschluss des runden Tisches. Gesetze hat das Parlament gemacht bis zum 18. März und nach dem 18. März auch. Vor dem 18. März immer im Bewusstsein, was wir dann hatten, insbesondere ab Mitte Januar, wir sind eine Übergangsregierung. Und dann in der Form der Übergabe an die Bundesrepublik Deutschland, denn die Gesetze, die dann ab April 1990 in die Volkskammer kamen, sind nicht mehr in Berlin ausgearbeitet worden. Das sind Gesetze, die in Bonn ausgearbeitet, in Bonn gedruckt wurden, nach Berlin transportiert und dem Parlament vorgelegt worden sind. Das alles gab es bis zum 18. März nicht. Und der runde Tisch ging dann ab 4. März, der runde Tisch ging ab 4. Februar 1990 mit 8 Vertretern als Minister in die Regierung der DDR. Zunächst diskutierten wir noch, ob sie einen Verantwortungsbereich bekommen. Dann waren wir uns aber einig, für die Kürze der Zeit bis zur Wahl am 18. März ist es richtiger, dass es nicht funktionsgebunden ist, aber dennoch jeder, der der Regierung angehörte, zu bestimmten Ministerien einen engeren Kontakt aufnimmt. Das war für Walter Rumberg zu den Finanzen. Eppelmann interessierte sich schon mehr für die Armee. Also es kam bereits zu einer indirekten Arbeitsteilung. Die Regierung blieb bis zum Schluss handlungsfähig, auch über den 18. März hinaus, denn erst am 13. April übernimmt dem bisher die Regierung und bis zu dem Zeitpunkt bleiben wir als Regierung amtierend im Amt. Der runde Tisch ging davon aus, dass die ja schon in meiner Regierungszeit beginnenden Veränderungen an der Verfassung einfach kein Weg der Lösung sind. Es ist eine neue Verfassung nötig. Zwischen Weihnachten und Neujahr 1989 treffen wir uns in einer Koalitionsberatung außerhalb Berlins. Alle 5 Parteien sind vertreten und beraten darüber, wie eine neue Verfassung entsteht, ein Vereinsgesetz, ein Wahlgesetz und. Nicht der runde Tisch alleine. Auch die Regierung wird aktiv. Und wir setzen aus der Regierung heraus, dass die Akademie für Staat und Recht in Babelsberg mit Professoren, mit Verfassungsrechtlern und ein, die daran mitarbeiten. Und nicht nur der runde Tisch alleine arbeitet auf dem Gebiet. Das alles geschieht bis in den Januar hinein, wird ausgelöst. Und damit kommt ein Verfassungsentwurf zustande. Der Verfassungsentwurf heißt Entwurf der Verfassung des runden Tisches. Und es ist gut so, dass er dem runden Tisch zugeschrieben ist. Weil er damit einen Platz in der Geschichte behält, der souverän bleibt. Denn es heißt, im April kommt dieser Entwurf vom runden Tisch und geht noch an die Volkskammer. Und die nun so frei gewählte Volkskammer entscheidet, dass diese Verfassung noch in Ausschüssen behandelt werden kann, aber nicht auf die Tagesordnung kommt. Als ich die Regierungsverantwortung übernahm, waren alle 4 Siegermächte genauso unsicher in der Frage der Vereinigung der beiden deutschen Staaten wie die beiden deutschen Regierungen auch. Alle 6 Beteiligten
am 2+4-Vertrag waren sich bis in den Januar 90 noch nicht einig, wie sich die Dinge entwickeln werden. Womit will ich es begründen? Zunächst meine Regierungserklärung am 17. geht davon aus, die Vereinigung steht nicht auf der Tagesordnung und wir wollen die DDR als sozialistisches Land bewahren und umgestalten. Das ist in der Kurzformel die Haltung, die in der Regierungserklärung ist. Und wohlgemerkt, Lothar de Maizière und andere trugen sie auch. Wir haben mit meiner Regierungserklärung der Bundesrepublik Deutschland eine Vertragsgemeinschaft vorgeschlagen. Diese Vertragsgemeinschaft hat Helmut Kohl auch in seinem 10-Punkte-Programm mit aufgenommen. Am 25. November vor dem Deutschen Bundestag. Diese 10 Punkte stehen im Raum, bevor Kohl und ich ein Treffen in Dresden am 19. Dezember haben. Und zum Treffen am 19. Dezember in Dresden übergeben wir einen Vorschlag für die Vertragsgemeinschaft. Und in diesen Vorschlägen ist bereits bei uns die Überlegung enthalten, dass damit auch sowohl gegebene Leistung wie gewonnene Erfahrung wie internationale Wirtschaftsbeziehungen ihren Platz haben und einbezogen sind. Auf dieser Basis geht das Gespräch zu Ende, aber Helmut Kohl erklärt dann, dass er aus Dresden mit seiner Rede vor der Ruine der Frauenkirche den Eindruck mitgenommen habe, jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, wo es nur noch um die Vereinigung der beiden deutschen Staaten geht. Und daraus habe er abgeleitet, dass man nur noch in dieser Richtung zu wirken habe. Damit war klar, hier ist nur noch Übergang. Und ab dann kommt die Phase, wo wir, abzulesen in der Tätigkeit der Regierung, Gesetze annehmen, die die Interessen der DDR-Bürger bewahren. Woraus ergibt sich ein Modrow-Gesetz, was ja jahrelang in Prozessen zur Verhandlung stand, weil wir entschieden haben, dass man den Boden, auf dem das Haus steht, für den Preis der DDR kauft und nicht, dass der Boden nachher teurer ist als das ganze Haus, was draufsteht. Wenn man den kaufen soll, dass man sein Haus los ist, über Nacht einfach, weil der Boden so ungeheuer teuer geworden ist. Wir sehen uns dann am 4. Dezember in Moskau zur Beratung des politisch beratenden Ausschusses des Warschauer Vertrages. Und dort ist spürbar, dass ein ganz oberflächlicher Gorbatschow uns gegenüber sitzt, der in keiner Weise das Thema Deutschland in diese Beratung mit Gründlichkeit trägt. Ich muss Valentin Falin, den außenpolitischen Sekretär des ZK, der KPdSU, bitten, dass es zu einem Gespräch mit Gorbatschow kommt, dass man überhaupt nach Berlin zurückfliegt, um eine Pressemeldung zu haben, dass Gorbatschow und ich über das deutsche Problem nach dem Treffen auf Jalta miteinander gesprochen haben. Denn eines war mir völlig klar und bewusst, Bush wird die deutsche Thematik mit Kohl besprechen, was auch geschehen ist. Und du stehst dann da und hast keinerlei Kontakt und kein Gespräch gehabt. Sodass dann Valentin Falin und ich die Meldung miteinander aushandeln und Gorbatschow sich schon gar nicht mehr für die Meldung, die dann über TASS verbreitet wird, noch interessiert. Daher mein Schluss. Die sowjetische Seite war bis weit in den Januar 1990 auf die eigentliche inhaltliche Entwicklung des deutschen Problems nicht vorbereitet. Und wenn man heute im Nachhinein auch diesen Ablauf
mit Archiven belegter betrachtet, dann hat erst am 25. Januar, ja, im Jahre 1990, bei Gorbatschow im Kreml eine Beratung zur deutschen Frage stattgefunden. Also 5 Tage bevor ich in Moskau zum Gespräch mit der Führung des sowjetischen Staates und der Partei war. Und in dieser Beratung am 25. Januar stehen sich 2 Haltungen gegenüber. Die eine Gruppe ist die um Gorbatschow, die andere ist die um Falin und dazwischen ist noch eine gewisse Neutralität. Die Gruppe um Gorbatschow ist ohne Zweifel Tschewardnadse. Auf der anderen Seite ist Falin und sein Berater, sein Stellvertreter Fjodorow. Neutralität ist eigentlich beim Ministerpräsidenten Ryzhkov, auch beim Chef vom KGB, der teilnimmt. Und spürbar ist, dass die eigentliche Lage in der DDR nicht mehr gründlich beurteilt ist. Sie wissen eigentlich nicht genau, was eigentlich hier in Deutschland abspielt, was sich entwickelt hat, aber sie entscheiden. Und sie entscheiden, dass die sowjetischen Truppen abrücken. Sie entscheiden, dass sie aber doch eine Tendenz haben wollen, dass eine Vereinigung der beiden deutschen Staaten noch einen Zeitraum bekommt. Und man ist sich weitgehend einig, dass es ein militärisch neutrales sein soll. Und wir einigen uns auch auf einen 3-Stufen-Plan, den wir in der DDR ausgearbeitet hatten, indem wir davon ausgingen, dass die Vertragsgemeinschaft, zu der sich auch Kohl bekannte, eine Grundlage ist, aus der man in eine Konföderation der beiden deutschen Staaten in einem nicht langen Zeitraum in einer kurzen Phase geht und dass dann erst eine konföderative Vereinigung der beiden deutschen Staaten entstehen wird, die vielleicht 2-3 Jahre Zeit brauchen würde. Und dass dieses vereinte Deutschland militärisch neutral sei. Das ist der 30. Januar. Am 8. und 9. Februar ist der Außenminister der USA Baker in Moskau, spricht erst mit seinem Kollegen Tschewardnadse und dann mit dem Präsidenten Gorbatschow. Das Resultat dieser Begegnung ist, es wird eine Vereinigung der beiden deutschen Staaten angestrebt, militärisch neutral soll es nicht sein. Das handelt Baker aus und am 10. Februar kommt Helmut Kohl mit der berühmten Aussage, er habe den Schlüssel für die Vereinigung der beiden deutschen Staaten aus Moskau geholt. In Wirklichkeit hat er gar nichts mehr geholt, sondern es war der Schlüssel gefeilt und er lag bereits da. Denn jetzt weicht Gorbatschow von der Neutralität ab, steht auch nicht mehr zum 3-Stufen-Plan, den wir miteinander vereinbaren. Jetzt geht alle Initiative auf die Seiten der USA über und von da ab behandeln die USA alle Fragen in ihrer Entscheidungsbefugnis noch als eine Besatzungsmacht, als die größte Macht in der NATO und als die Macht, die die Bundesrepublik Deutschland in allen Interessen, die sie hat, absolut unterstützt. Und das ist dann der Vorgang, der abläuft. Und damit wird die DDR auch sehr zweitrangig behandelt. Und dieser Gegensatz zwischen Falin und Gorbatschow bestand bis zum Ende des Prozesses und ist heute der große Gegensatz, der zwischen Falin und Gorbatschow auch menschlich weiter existiert und besteht. Das heißt, die 3 Siegermächte aus dem Westen testen genauso ab,
sogar intensiver, als es die sowjetische Seite tut. Und das ist das Problem. Damit wird die Unfähigkeit, die in dem sowjetischen Vorgang liegt, noch deutlicher. Und es wundert nicht, dass heute Gorbatschow in Russland eine Person ist, die niemand mehr achtet, der Präsident seines Landes werden will und 1999 war es, 0,9% der Stimmen gewinnen kann. Und Kohl hat sich dann von jeder Frage zurückgezogen, die eigentlich den Bürgerinnen und Bürgern der DDR eine Entlastung gebracht hätte. Ich habe auch gegenüber Kohl die Forderung gestellt, wir haben die Reparation im Osten geleistet. Er möge eine Summe als Lastenausgleich von 15 Milliarden der DDR zur Verfügung stellen. Wir hatten die Vorstellung, dass wir damit in der Lage sind, auch für Investitionen in der DDR den Rücken freier zu bekommen, um andere Leistungen zu bringen. Das war gerechnet an den Verhältnissen zur damaligen Zeit. Wenn ich mal 15 Milliarden Mark nehme, die hätten zur heutigen Rechnerei mindestens das 5- und 6-fache an Wert. Weil ja ein anderer Lohn, eine andere Situation in der DDR dahinter stand. Alles das ist nicht geschehen und es ist eigentlich gegen die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Osten Deutschlands abgelaufen und für die Interessen der Bürger der alten Bundesrepublik, aber auch dort nicht der Masse des Bürgertums, sondern eigentlich für diejenigen, die in Konzernen und großen Betrieben saßen. Selbst als die Treuhand nicht mehr die Aufgabe behielt, die wir der Treuhand als Regierung der DDR gestellt hatten, nämlich das Volkseigentum in Aktiengesellschaften in Formen zu überführen, die ihren Erhalt erlauben. Aktiengesellschaften, die auch Volksaktien ermöglichen. Das alles war unser Konzept. Das geschah nicht ab Juni 1990. Gab es in der Volkskammer ein anderes Gesetz über die Aufgabe der Treuhand. Da stand der Grundsatz Rückgabe vor Entschädigung, Privatisierung vorsanieren, alles das waren Prinzipien, die großen Schaden gemacht haben, aber man traute sich selbst bei dem Gesetz nicht, das Wort volkseigener Betrieb aufzuheben. Es wurde das Volkseigentum privatisiert. Damit ist sehr deutlich, der juristische Prozess, der da abgelaufen ist, ist eigentlich ein Marktprozess gewesen, in dem verhökert und auch verschenkt wurde, was eigentlich Eigentum von Bürgerinnen und Bürgern der DDR war. Erst mit dem 2+4-Vertrag waren zwei Fragen endgültig gesichert. Die eine, dass die Grenze an Oder und Neiße von der Bundesrepublik Deutschland akzeptiert wird. Erst der 2+4-Vertrag regelt diese Frage so verbindlich, wie es völkerrechtlich nötig ist. Und das Zweite, am 1. März hat die Regierung der DDR 1990 beschlossen, dass die Enteignungen auf dem Gebiete der sowjetischen Besatzungszone von 1945 bis 1949 rechtens waren und rechtens bleiben. Dahinter standen zwei Überlegungen. Erstens, die Bürger der DDR haben aus diesen Entscheidungen Eigentum bekommen. Und insbesondere auch Grund und Boden. Nicht wenige von ihnen. Und viele von denen sind aus Polen oder der Tschechoslowakei auf das deutsche Gebiet gekommen. Und für jene, die öfter in der sowjetischen Zone verblieben, war Grund und Boden eine Art der Entschädigung. Und wir waren uns über eines im Klaren, als wir das beschlossen. Wenn das nicht geschieht, gibt es
Hunderttausende Familien, die die Frage stellen werden, wenn wir jetzt dieses Stück Land wiederhergeben müssen, dann wollen wir das Land haben, was unsere Eltern und Ahnen in Polen oder in der Tschechoslowakei hatten. Und diese Welle, die wollten wir nicht. Der Präsident der Bundesbank hatte 2 Tage bevor Kohl die Frage der Währungsunion so in den Raum stellt, ein Gespräch mit dem Präsidenten der Staatsbank der DDR, Herrn Kaminski. Und beide waren der Meinung, ein solches Tempo kann nicht tragbar werden. Damit entstand eine Situation, dass eigentlich nicht aus dem Bereich von Finanzen und Wirtschaft der Weg zur Währungsunion betrieben wurde, sondern aus der Politik heraus. Und diese Politik wollte, dass damit die Souveränität der DDR, bevor der Prozess der Vereinigung wirklich über einen Vertrag anläuft, weitgehend erledigt ist. Denn das wusste jeder, man braucht sich ja nur beide Verträge ansehen. Der Staatsvertrag über die Währungsunion hebt eigentlich die Souveränität der DDR weitgehend auf. Der Vereinigungsvertrag wird bereits mit einer DDR gehandelt, verhandelt, abgeschlossen, die einen bedeutenden Teil ihrer Souveränität nicht mehr besitzt. Denn ich wollte in der Tat, als ich aus der Gefangenschaft kam, ein neues Deutschland. Es sollte nie wieder ein Deutschland mit Faschismus und Krieg sein. Ich werde häufig gefragt, und welches neues Deutschland ich dann wollte. Ich wollte das Deutschland, das eine antifaschistisch-demokratische Ordnung präsentiert und aus der dann ein sozialistisches Deutschland werden kann. Das war meine Grundhaltung, mit der ich aus der Sowjetunion zurückkam, auch schon für die damaligen Verhältnisse, als jemand, der die sowjetischen Theorien zur Politik und auch bitte ein wenig von Marx und Engels gehört, gelesen und studiert hatte. Sie waren Offiziere, aber sie waren Offiziere der deutschen Wehrmacht, die übergelaufen sind, die nicht in den Reihen der Wehrmacht geblieben sind. Heinz Zorn, der auch zu den Lehrern gehört, die ich hatte, der wird dann später der Stabschef bei den Fliegern der Nationalen Volksarmee, ein Generalmajor. Siegfried Weiß, ein Lehrer auf der Antifa-Schule, ist der General der Nationalen Volksarmee. Helmut Borowka, ein Lehrer auf der Schule, ist der General der Nationalen Volksarmee. Aber sie alle sind Leute, sind Menschen, die sozusagen aus dem antifaschistischen Strang der Tradition kommen. Und dann komme ich zurück und hier in Berlin, in West-Berlin, die Lanzerhefte kann ich da sozusagen alle kaufen. Die militärische Tradition, die wird aber weitergeführt. Man möchte die militärische Tradition von dem Faschismus lösen. Als wäre Faschismus das eine und Wehrmacht und Lanzer etwas ganz was anderes. Das ging aber in meinem Verstand nicht hinein. Denn ich hatte ja nun selbst in 4 Monaten Volkssturm erlebt, wie eigentlich Ideologie des Faschismus und Volkssturm zusammengehören sollten. Und niemand kann doch übersehen, dass erst nach 1990 die Kaserne von Möllers den Namen hergeben musste, weil der Druck dann groß war, dass dieser große, in Anführungsstrichen, Flieger des Zweiten Weltkrieges ja nun doch auch ein bekennender Faschist gewesen ist und nicht nur der Flieger Mölders geblieben war. Aber dafür sind Kasernennamen aus der DDR, wo selbst heute die Bundeswehr Kasernen hat, in keiner Weise übernommen worden. Ich beschäftige mich sehr gründlich mit dem Einigungsvertrag.
Und dieser Einigungsvertrag ist vor 20 Jahren zwischen zwei Staaten geschlossen worden. Ich gehöre zu denen, die gegen ihn gestimmt haben, weil ich schon, als man ihn ausarbeitete, in der Volkskammer der DDR ja noch als Abgeordneter, das Empfinden hatte, dieser Einigungsvertrag wird ein einheitliches Deutschland, wie du es anstrebst und erwartest, nicht tragen und herstellen. Da war überhaupt nicht der Gedanke an Sozialismus. Da war der Gedanke an Souveränität, an Gleichheit, an gegenseitige Anerkennung. Und in diesem Vertrag steht unter anderem im Kapitel 6, gleich im ersten Absatz, die DDR bringt trotz der Unterschiedlichkeit der Geschichte der beiden deutschen Staaten auch deutsche Kultur in die Einheit. Diese deutsche Kultur wird ein Teil der europäischen Kultur sein, also auch mit der der DDR. Und dann werden 60 Bilder ausgestellt, weil es 60 Jahre sind der Bundesrepublik. Und dann gibt es nicht ein Bild aus dem Einbringen der Kultur der DDR. Was ist denn das dann? Welches Einbringen und welche Gemeinsamkeit wollen wir mit einem Mal in diesem Land haben, wenn zwar sogar im Vertrag steht, wir haben eine gemeinsame Kultur. Und diese gemeinsame Kultur wird 20 Jahre nach der Vereinigung noch immer nicht akzeptiert. Und da möchte ich mit aller Eindeutigkeit sagen, da will ich sozusagen nicht nur ein anderes, da will ich, dass dieses andere auch ein neues Deutschland ist, wo auch akzeptiert wird, dass ein Tübke, ein Willi Sitte, ein Bernhard Heisig und viele andere ein Teil zum Beispiel der deutschen bildenden Kunst und Kultur sind. Und solange es ein geteiltes Deutschland gibt, wird in der Ludwig-Ausstellung Willi Sitte gefragt und gekauft. Und dann ist eine Vereinigung vollzogen und mit einmal sind diese Künstler nur noch welche, die Auftragskunst geliefert haben. Wie viel Dummheit gehört eigentlich dazu, alleine mit diesem Begriff umzugehen, wenn man auf Kultur schaut? Welcher Michelangelo wäre, wenn es die Kirche nicht gegeben hätte? Welche sextinische Madonna gäbe es, wenn es die Kirche nicht gegeben hätte? Also was ist eigentlich los, wenn Politik in dieser Schärfe sich selbst gegen Vernunft stellen kann, sich selbst gegen Verträge stellt, die man miteinander geschlossen hat? Dann muss man Politik anders hinterfragen, als es gegenwärtig geschieht. Wir stehen also vor Fragen, die nicht einfach nur Geschichte sind, sondern wir stehen auch in einer Situation, wo Geschichte uns für Gegenwart und Zukunft wieder einholen wird. Dann bin ich wieder bei dem von Ihnen aufgeworfenen Thema. Wie ist das mit dem anderen Deutschland und wie ist das mit einem neuen Deutschland? Ein neues Deutschland wird eine Verfassung brauchen, die weit in der Demokratie, in der Volksbestimmung und Entscheidung über das heute gültige Grundgesetz hinausgehen wird. Ich habe die grundsätzliche Überzeugung, dass die Menschheit, und da bin ich sogar dem Papst sehr nahe, der in Mittelamerika 1900 und glaube es war auch 97 gesagt hat, der real existierende Sozialismus hat die Menschheitsfragen nicht gelöst. Der real existierende Kapitalismus tut es auch nicht. Ich bleibe ein Suchender und denke, dass ich in der linken Partei dieses Suchen nach einer Lösung der Menschheitsfrage am besten mittragen und unterstützen kann. Und wenn ich Menschheitsfrage sage, habe ich vor allem zwei Momente vor Augen. Und das ist die Zukunft der Generationen, die auf diesem Planeten Welt leben oder Erde. Wir stehen an einem Punkt, wo das Leben auf dieser Erde, so wie es jetzt gelebt wird, nicht weitergeht. Mit Arm und Reich,
mit Umbringen und Vernichten, mit all dem wird es nicht gehen. Und der weitere Verbrauch der Ressourcen in den Größen, wie wir es heute selber betreiben, wird nachfolgenden Generationen das Überleben auf dieser Erde einfach nehmen. Und damit steht die Menschheit vor Fragen, die einfach ihre Existenz auf diesem Planeten fragen oder in Frage stellen.